heute kaum mehr vorstellbar, für Autofahrer eine eigene Sendung zu machen. Zählen doch Verkehrsinformationen zum Fixinventar fast jeder Radiostation. Dazu zählt bekanntlich auch Österreichs meistgehörter Sender, Ö3. 1967, als das neue Rundfunkgesetz in Kraft trat, wollte der damalige ORF-General Gerd Bacher ein von Schnulzen befreites, jugendlich dynamisches Programm haben. Zwei Jahre später stellte man das Team rund um Senderchef Ernst Grissemann und deren Sendealltag dem Publikum mit diesem Beitrag vor. Österreich 3. Ö3, der junge Sender, der progressive Sender, der Sender gegen die miese Laune. Diese Damen und Herren machen den Ö3, Durchschnittsalter 29. Die Hähne haben gerade gekräht, dann biegt Rudi Klausnitzer um diese Ecke, falls er die Nacht nicht gleich im Studio geschlafen hat. Gleich zu Beginn ein Blick auf die Uhr. Es ist 6 Uhr und 8 Minuten, 8 Minuten nach 6. Während Ö1 mit mildem Frohsinn Operetten serviert und in Ö-Regional eine Blaskapelle den Annerl-Walzer intoniert, präsentiert der Ö3-Wecker Kurzinformationen, kleine Späßchen und harte Musik. Chet Baker, like someone in love. Gehobene Musik, Jazz. In keinem Studio der Welt darf ein Sprecher während der Sendung seinen Platz hinter dem Mikrofon verlassen. Aber bei Ö3 ist alles so live, dass man auch das nicht tragisch nimmt. Ö1 bringt die schöne Stimme am Flügel Sebastian Peschko. Ö-Regional hat Schulfunk. Ö3 vokal, instrumental, international. Von und mit Star-Ansager Walter Richard Langer. Hier im Dampfradio ist er viel lockerer als sonst im Fernsehen. Beachten Sie bitte die Mimik. Like someone in love, sang und spielte Chet Baker. Russ Freeman am Klavier. Das ist Andreas. Sein Äußeres bunt wie beim Papagei. Er verteilt Zitronen für die schlechteste Platte. Have you seen your mother baby standing in the shadow? Das war ein Griff in die Erinnerungskiste mit den Rolling Stones. Wer geglaubt hat, es gäbe nichts Ärgeres als den deutschen Schlager und die Herren Black und Gilder und wie sie alle heißen, wären im negativen Sinn unschlagbar. Der wird von der neuen LP der konkursreifen Brüder Gibb eines Besseren belehrt. Meiner Meinung nach ist das die größte Kitschorgie. Ich will nicht kritiklos zur Kenntnis nehmen. Ich möchte aufweisen, dass es idiotisch ist, sich wegen Roy Black das Leben zu nehmen. Ich möchte die Stars etwas entmystifizieren. Ich möchte diesen Kult stürzen und der Qualität auf Siegespodest verhelfen. Ist aber ein sehr sinnloses Unterfangen, weil wir nie ankommen können gegen das Gros der Verdummung. Und ich glaube, dass die Schlager so sind wie die Gesichter der Käufer. Alles ist gestohlen in der Mitte, vorne, hinten und am Rande. Bei Beethoven wurden Anleihen gezeichnet, bei Beethoven, bei Schubert, bei den Beatles, überall, wo man nur hindenken kann in der Popszene. Wir wollen nicht nur unterhalten, sondern wir wollen unterschwellig oder teilweise ganz, ganz oberschwellig, wie in meiner Sendung, aufweisen, dass es Qualität gibt. Und ich würde sagen, das ist eine melonengroße Zitrone und eine Bitte um baldigen Abgang von der Popszene. Odessa mit den Bee Gees. Liebe Ö3 Sonntagmittags-Aperitif-Freunde, schönes langes Wort. Um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, möchte ich Ihnen heute auch das Neueste aus dem Parlament von Canberra berichten. Preisstopp für Papua-Bräute ist die Devise. Weil der Nachfrage nach Bräuten in Australisch-Neuguinea ein völlig unzureichendes Angebot gegenüberstand. Luise Martini. Luise mit OU geschrieben. Das freundliche Sextüpferl in Ö3. Es fehlt da nichts in dieser Redaktion. Im Abgeordnetenhaus in Canberra wurde dieser Tage auf Anfrage mitgeteilt, dass eine Papua-Braut künftig nicht mehr als etwa 58.000 Schilling kosten darf.
Naja, bisher musste ein Freier für seine Auserwählte das Doppelte auf dem Tisch des Hauses blättern und außerdem noch Naturalien als Dreingabe liefern. Ja, Papua-Braut müsste man sein. Frank von Radio Luxemburg. Er ist von Anfang an bei Ö3 dabei. Auch wenn keine Kamera da ist, liefert er so eine kleine Show. Es ist sein Naturell. Die Briefe zu konzentrieren, die Sie wieder geschrieben haben. Bei uns heißt es nun wieder, jetzt sind Sie dran. Sie wissen ja, das ist der Beitrag der Hörer von Ö3, die Lust haben, hierher zu schreiben. Wir lesen das dann hier vor. Ich habe eine Viertelstunde nichts zu tun, nur vorzulesen. Eigentlich ein prima Job. Und dafür gibt es ein paar Blümchen. Und aus München hat uns der Hans Garbe gefragt, ob die Cowboy-Geschichten, die wir machen, ob die selbstgemacht seien oder ob es die auf Platte zu kaufen gäbe. Nun, die sind selbstgemacht, ganz einfach. Wir produzieren das immer im Studio. Da kommt also Bill Flanagan zum Beispiel und sagt, Frank, du Greenhorn, erzähl mir mal, du machst so viel Blödsinn hier. Wieder ein optischer Ö3-Blickfang, diesmal aus dem Studio Wien. Eva Maria Kaiser. Ihre Sendung gut aufgelegt und Ö3-Gästebuch. Das, liebe Schlagerfreunde, war also der neueste Hit mit Dean Martin aus Amerika, Gentle on My Mind. Ich glaube, eine Melodie, die jedem von uns gefällt. Als nächstes ein Erfolg von Joe Cocker, heute aber in der Version mit Sergio Mendes and his Brazil 66. With a little help of my friends. Unser Programm ist derzeit ideal. Vielleicht in 2 Monaten nicht mehr, aber dann werden einige Sendungen ausgetauscht, ist wieder ideal. Ein Programm soll fluktuieren, ein solches Programm, ein Unterhaltungsprogramm wie Ö3. Es müssen ständig Sendungen, die sich abbauen langsam, allein aufgrund ihrer Struktur, ausgetauscht werden. Es müssen andere Sendungen eingefügt werden. Und wenn jemand kommt und sagt, mein Programm ist jetzt so ideal, wie es sein soll, wir brauchen überhaupt nie mehr dran etwas ändern, dann glaube ich, ist irgendetwas falsch und schief. Hier ist Platz Nummer 4 der Diskparade von Ö3. Don Juan mit Dave D, Dosey, Bicky, Mick and Titch. In Österreich hört nur jeder Dritte Ö3. Das kommt sicherlich auch daher, dass in diesem gebirgigen Land noch rund 200 UKW-Sender fehlen, um auch den letzten Bauern im Tal mit Pop und Beat zu erfassen.